Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Spielzeug, das wir uns hier in Bastion erspielen können. Und zwar befinden wir uns einmal hier auf den Koordinaten 51, 18 in der Bastion. Hier kann ein Rare Mob spawnen, und zwar schimpft sich der Vollstrecker Aegon und der kann ein Toy droppen und dieses Toy schimpft sich ewig prasselndes Feuer so rum. Um das jetzt bekommen zu können, müssen wir aber erstmal den Mob in Anführungszeichen beschwören. Dazu müssen wir hier Mobs töten und zwar hier komplett um diese Schmiede, würde ich jetzt mal schimpfen, sind x Mobs und wenn wir die umhauen, triggert der Rare. Da kommen dann auch, wenn ihr ein paar umgehauen habt, eine Chat-Nachricht, dass quasi jemand auf euch aufmerksam wird und wenn ihr dann noch mehr umhaut, dann kommt eine weitere Chat-Nachricht. Also ihr müsst da einige Viecher killen. Teilweise habe ich hier Viertelstunde, 20 Minuten Mobs getötet, um dann dementsprechend den Rare zu triggern. Das Toy hat eine Drop-Chance von um die 15%, also es geht von der Chance her, bloß das Triggern ist halt ein bisschen nervig. Ich kann da empfehlen, macht eine Gruppe auf oder farmt es vor allem dann, wenn hier eine World Quest ist, denn dann sind sowieso Spieler hier, die Mobs umhauen und ich habe ihn jetzt auch schon oft genug einfach so beim Vorbeilaufen mitnehmen können und dann müsst ihr nicht großartig hier farmen. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch das Toy an. Ich habe das auf meinem Twink gekriegt, den ich jetzt letztens auf 120 gespielt habe und zwar hier mein Monk und da haben wir das ewig prasselnde Feuerstelle. Ich würde sagen, wir lernen das einmal und schauen uns mal an, wie das Ding aussieht. Hier, ewig prassende Feuerstelle. Das ist ja mal ganz nice. Also das ist quasi wie ein Kochlagerfeuer, ne? Ihr könnt daran kochen und ihr kriegt dann auch den Vielseitigkeitsbuff. Das sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Wenn man mal nicht die normale Kochstelle benutzen will, sondern hier so einen kleinen Kessel aufstellen, hat was tatsächlich. Nicht so verkehrt. Gut, das war es eigentlich schon an Infos, die ich euch geben kann. Ja, dann würde ich mich sagen, ich verabschiede mich an der Stelle, hoffe, dem einen oder anderen konnte das Video ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.